Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Ja, wir sind hier wieder an unserem kleinen Laden und schauen mal, was passiert, wenn wir sie dadurch direkt leiten, ob dann die Käuferfrequenz erhöht wird. Das werden wir jetzt dann aber gleich mal sehen, denn eigentlich müssten gleich mal die Mitarbeiter auftauchen. Auf jeden Fall hier steht, Mitarbeiter sind unterwegs. Um 4 Uhr sollte der Laden eigentlich öffnen, aber es ist mittlerweile 5. Also deren Mitarbeiter sind nicht sehr verlässlich, weil mittlerweile hat er 2 Stunden angeblich schon offen. Aber man muss auch wiederum sagen, der Laden öffnet von 4 bis 0. Ich glaube, da ist es okay, wenn man mal ein bisschen später macht. So, der erste ist schon da. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Leute interessiert... Ist gerade da... Nee, wollte gerade sagen. Ah, der erste hat angehalten, der schaut. Ah, da halten jetzt noch ein paar mehr. Schauen wir mal, wie viel jetzt in den nächsten paar Minuten hier einkaufen. Den ersten habe ich schon gesehen, der gekauft hat. Also Ziel ist ja, so viele wie möglich durch diesen Laden durchzuschleusen, die sich dann am Ende entscheiden, ach komm, ich nehme Schokoriegel mit. Hm, nicht schlecht. Aber schauen wir mal, ob das funktioniert. Bis jetzt haben wir nur 2 Verkäufe von 240 gewünschten. Das könnte natürlich nicht so prickelnd ausgehen. Wie gesagt, dann tun wir einen anderen Laden rein, schauen, wie es passiert und tun danach wieder diese Beschränkungen weg. Und schauen, was passiert. Ist ja einfach ein Learning by Doing sozusagen. Ich habe jetzt gerade gleich den nächsten Verkauf gesehen. Mittlerweile 4 Stück. Nicht schlecht. Es ist 9 Uhr in der Früh und eigentlich hätte ich schon mit mindestens 20 gerechnet. Aber ja. Wahrscheinlich war hier vorne... die Aufmerksamkeit so groß ist. Hier sind mittlerweile 109 heute schon verkauft worden und hier 277. Man merkt den Unterschied. Vielleicht habe ich es auch nicht wirklich gecheckt. Ich weiß es nicht. Kann gut sein, dass ich vergesse, nicht wirklich checke, wie das Ganze funktioniert. Ich könnte hier noch einen Laden hinbauen, einen großen. Oder auch ein Restaurant würde hier hinpassen, ne? Bauen wir doch hier einfach ein Restaurant hin. Ich glaube, hier so. Ich will es jetzt ein bisschen offener designen. Und sozusagen... So, wait. Das müsste die Ecke sein von allen. Fucht, nee. 4, 8, 12. 13, 14, 15. Bedeutet 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Müsste das die Mitte sein. Gut. Dann wird das der neue Einkaufsladen, den wir jetzt designen. Nee, das neue Restaurant. Entschuldigung, Restaurant wird's ja. Raum kann nicht über mehrere Zonen gehen. Welche mehreren Zonen? Ach so, wegen Wände. 288 Quadratmeter. Das müsste ja passen. Er steht an einer sehr schönen Zone, wo eigentlich auch gemerkt werden sollte. Bedeutet, schauen wir mal. Was können wir hier reinsetzen? Ein Bielpier wäre jetzt irgendwie ein bisschen unterrieben. Ich hätte irgendwas gerne, was mit einem Valentino. 3 Kochbereiche. 4 Stühle, 2 Tische, eine Kaffeebar. 3 Kochbereiche. Okay. Was ist denn ein Kochbereich? Kochbereich, Asche an. Oh ne, jetzt habe ich die Kamera wieder gedreht. Ups. 3 Kochbereiche. Dann wollen sie eine Kaffeebar. Machen wir doch einfach hier so gemütlich 2 hin. Dazwischen setzen wir eine schöne Pflanze. So was Nettes, Kleines. Na, mit Handbaum wäre ein bisschen... Das ist auch übertrieben, okay. Hätten wir keinen eckigen Pott? Doch. Gut. Und dann brauchen wir noch Tische.
So. Wir haben keine anderen Tische, ne? Quadratisch. Und dann simple Stühle. Dann würde ich das gerne kopieren. Dann setzen wir dich so, dann haben sie genug Stühle und Tische. Seid happy. Rein theoretisch kann ich echt noch sogar sagen, hey, nimmt noch einen hier hin und setzt die hier hin. Lassen wir das noch machen. Also ich will mal so eine schöne Pizzeria. Das wäre doch echt was Schönes. Eine schöne kleine Pizzeria. Bin mal gespannt, wie sie drauf reagieren. Dazu müssen wir natürlich aber auch jetzt den Boden dementsprechend anpassen. Das muss schon gefliest sein hier. Ist ja der Küchenbereich immerhin. Und den Rest können wir wieder mit typischen Holz auslegen. So. Was ist denn hier schon wieder los? Eine Sünde hat die Sicherheitskontrolle nicht passieren. Sorge dafür, dass die Sicherheitskontrolle trotz Wände und Zonen erreichbar ist. Hä? Also kann die Sicherheitskontrolle nicht passieren. Warum denn nicht? Bist du zu blöd dafür oder was? So, Valentina oder City Italia Kitchen. Beide wollen das gerne jetzt haben, aber der hat einen höheren Anspruch. Glaube ich. Ich habe auf jeden Fall mehr ihm gegeben. Was sind eure Ansprüche? Anteile der, vom Flughafen ist da höher. Also eigentlich wäre der hier schlauer, ne? Ah, schau mal, da oben hält sich so ein Burgerladen rein, theoretisch, der daran interessiert ist. Aber der ist mal gar nichts wert. Nehmen wir Zittis italienische Pizza. Bin gespannt. Bin echt gespannt. Was wir jetzt noch machen können, damit das hier ein bisschen ordentlicher ausschaut, wir machen hier noch um eins jeweils dicht. Und dann, um es ein bisschen zu begrünen, nehmen wir hier Pflanzen. Und Zecken, genau. Ziehen hier Hecken rum. Dann hat das was ein bisschen Feineres wieder. Schauen wir doch mal, was der Laden hier vorne mittlerweile sagt. Geschlossen. Ziele wurden nicht erreicht. Okay. Das ist natürlich wieder eine Sache, die ja schon nervig sein könnte. Wann öffnet denn der? Der öffnet in 4 Minuten. 2 Minuten. Jetzt. Bedeutet der jetzt schon? Mitarbeiter sind auf dem Weg. Zieht das italienische Küche. Die Schalter benötigt zum Betrieb ein zusätzliches Personal. Ja, die kommen ja noch. Ich bin gespannt, wie gut das jetzt läuft. Ich hätte tonnenweise Sitzflächen und. Also rein theoretisch alles im grünen Bereich. Und natürlich hier auch schönen Hotspot hier mittendrin. Ich glaube, da würde jeder schon den Pizzageruch aufnehmen, wenn er in den Laden kommt. Ah, schwer, der erste Herr ist da. Die nehmen den Instant an, schau dir das an. Leute, ihr braucht eure weiteren Mitarbeiter. Ihr braucht mehr an den Kassen. Füttert die Leute, die haben Hunger. Wie viel haben die denn schon? Die haben jetzt schon 40 Besucher gehabt in dieser kurzen Zeit. Alter,
Der Laden läuft, der Laden zecht. Okay, die bringen dann auch immer das Essen an den Tisch, interessant. Aber der Chefkoch geht selber hin, die haben keine Leute, die servieren, sondern die machen das noch alles selber. Wir haben 4 Leute, die verkaufen, 3, die kochen. Gute Ratio. Da gibt es wahrscheinlich jetzt ein bisschen Pizza und ein bisschen Pasta. Bestimmt ganz fein. Ach, schau jetzt an, die haben jetzt schon 72 Verkäufe. Es ist 7 Uhr in der, 8 Uhr in der Früh. Und es geht weiter. Leute, es ist noch nicht mal Mittag und ihr esst schon Pizza und Pasta. Latte Macchiato könnte ich verstehen, aber Pizza? In der Früh? Okay. In der Früh eine kalte Pizza ist schon zwischendurch was Geiles. Muss man dazu sagen. Also ganz Unrecht haben sie ja nicht. Weißt du was? Ich will, dass die ein bisschen geordneter gehen. Und ich nutze dafür jetzt Hecken. Ich habe meine neue Lieblingshecke, die anpassbare Hecke. Und die ziehe ich jetzt hier lang. Dann können sie da nicht mehr durch, dann müssen sie außen rum. Dann kommen sie auch näher an unserem Pizzaladen vorbei. Da schmeißen, ah, schau mal, was die schmeißen $13 hier mal hier raus. Schön, Alter, die haben schon 112. Es ist noch nicht mal Mittag und die haben bis 0 Uhr offen. Finde ich cool. Die haben erst, ja, 6,5 Stunden offen. Das ist eine gute Zahl, also ihr macht gut. Ihr seid gut fürs Geschäft, ihr seid gut fürs Geschäft. Ja, der Flughafen geht auch schon wieder ab. Nahrung wird nachgefüllt. Catering, Boarding sollte dann auch bald beginnen, denke ich mal. Ich jetzt auftanken, ja. Warum werdet ihr mit kleinen Maschinen aufgetankt? Ich habe eigentlich LKWs für euch bestellt. Wo sind die Tank-LKWs? Oh, wir kaufen gerade wieder. Oh, das ist teuer. Aber trotzdem, wo sind meine Tank-LKWs? Die sind dafür eigentlich zuständig. Leute, damit kriegen wir Verspätungen rein. Wo bleiben die LKWs? Wie schaut es aktuell mit der... Oh ja, schauen, jetzt sind wir gut ausgebucht wieder. Warte mal, wir haben immer die schwarzen Tanker, glaube ich, ne? Oder welche Tanker fahren denn hier immer? Die mit dem roten. Die roten Aufkleber, glaube ich, sind das hier bei uns, ne? Ja. Die schwarzen... Haben wir die schwarzen überhaupt noch so wirklich? Aber die brauchen wir beide. Warum wird von dem schwarzen mehr verbraucht wie von dem roten? Lass mal gucken, was die alles so brauchen, so durchschnittlich. Der hat auch rot. Die verwenden alles rot. Interesting, interesting. Gut, der Laden läuft wahrscheinlich immer noch nicht so wirklich. 11 Verkäufe, ey. Der Laden mag einfach nicht, ne? Vielleicht sollten wir wirklich schon was anderes reinzukriegen. Also wenn ich mir unseren Pizzaladen anschaue. Wo sind die Mitarbeiter hin? Ah, da sind sie wieder. Da hauen zwischendurch die Mitarbeiter einfach ab. Das ist auch interessant. Ja, jetzt sind sie wieder da. Jetzt wird wieder volle Belegung wieder. Schau mal, die haben ihr Ziel schon erreicht am ersten Tag. Finde ich gut. Um 16 Uhr und die arbeiten immer noch gut. Das hat auch wirklich viel geholfen, wie es ausschaut. Wie schaut unsere Tiefgarage mittlerweile hier aus? Ja, das ist relativ leer. Das ist ja gut aufgeteilt halt. Wie schauen denn die Kurzparkplätze hier aus? Die sind fast leer. Also es fahren hier wahrscheinlich echt mehr mit den Bussen an. Und Taxi und Leuten, die einen abholen, als mit Parkplätzen. Vielleicht sind die Gebühren so hoch, ich weiß es nicht, aber sie haben das Angebot auf jeden Fall da. Das ist ja schon mal eine Sache. Oh, schöne Maschine. Und laute Maschine. Das trömmelt schon wieder in den Öhrchen, das sage ich da. So, wer von euch fährt jetzt? Das ist jetzt so eine kleine Pattsituation. Einer von euch muss irgendwann fahren. Ich
Wer fährt zuerst? Das große Duell hier. Leute, ihr blockiert den Flugverkehr. Okay, hat er jetzt echt auf ein Flugzeug gewartet oder was ist hier? Ach nö, jetzt steht der da. Ah ne, die warten auf Flugzeuge, die abheben wollen. Okay, das ist verständlich. Totally okay, that's alright. Go on, do your style. Auf was wartet? Jetzt wartet ihr wieder auf die eine Maschine hier unten. Ich überlege echt schon teilweise, ob ich hier noch irgendwas ändern soll. Na gut, Leute, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und schaut doch bei unserem kleinen Italiener vorbei. Der freut sich über jeden Kunden, den er hier bekommt. Also, bis dann. Ciao.